Na, ich bin gespannt. Das ist eine coole Story. Sagt mal, hat was. Wie sehr hat Kasper Ihre Vorbereitung für 2023 beeinflusst? Ich hatte wichtigere Dinge im Kopf als Kasper. Hätten Sie im Rückblick 2023 lieber etwas anders gemacht? Nein, das war schon alles gut so. Außerdem, was sollte ich denn bereuen? Ich war der Star der Saison. Ich glaube jetzt mal eher weniger, dass du der Star bist. Also, die letzten paar Runden habe ich dich noch nicht einmal Erster gesehen, aber passt schon. Wenn's meinst, Digi. Ui, er ruft denn da jetzt schon wieder? Na gut. Dad. Devin. Wie läuft das Geschäft? Wie immer, einstellen und feuern. Wie läuft das Rennen? Ach, du weißt schon. Ducken und fahren. Seid ihr alle vorbereitet? Klar, ich habe die Strategieänderung nochmal geprüft. Ich sehe mir gerade meine Notizen an. Alles abgedeckt, wie immer. Sie werden nur noch meinen Staub sehen. Das klang wie ein echter Butler. Aber denkt dran, für uns alle steht in dieser Saison viel auf dem Spiel. Ja, ich weiß. Drei starke Kurven. Du trägst dieses Team auf deinen Schultern. Vergiss das nicht. Naja, du nimmst weiter zweitklassige Fahrer unter Vertrag. Ich kann nicht die ganze Arbeit alleine machen. Vergiss nicht, wo wir jetzt wären, wo du jetzt wärst, wenn das alles den Bach runtergehen würde. Vertrau mir, Dad. Du musst dir keine Sorgen machen. Devin, ich meine es ernst. Wenn du nicht deine beste Leistung bringst, landest du ganz unten. Willst du das wirklich? Nein, natürlich nicht. Behalte das im Hinterkopf. Und jetzt fahr da raus und zeig mir, was du kannst. Schon dabei. Ich hol dir die Punkte, Dad. Guter Junge. Wir sprechen später. Ich bin gespannt. Okay, na, dann, wenn du das sagst, rein in die Olga, let's go! Leichte Strecken. Bahrain in der National Circuit. So wie Schrift, das geht einmal leicht. Sich unsere Fahrer auf die Strecke und dann beginnt der große Preis von Bahrain. Heute fahren wir auf dem 5,4 Kilometer langen Bahrain International Circuit. Die oftmals blockierenden linken Vorderräder der Autos auf dem Weg hinunter in die knifflige Bremszone vor Kurve 10 sind nichts Neues. Es sind nur noch wenige Minuten bis zu Beginn des Rennens. So sieht die in Ungarn ist geil, die Strecke. Max die dockt mir am meisten. Ist gestern eine fantastische Runde gefahren und startet von der Pole. Und Charles Leclerc steht auf P2. Im Rest der Startaufstellung haben wir Fernando Alonso, Russell, Perez, Hamilton, Sainz. Ich hab sogar die Monsterdose gerade bei meiner Seite. Ocon, Norris, Albon, Oscar Piastri, Butler, Jackson, Gasly, Tsunoda. Oder ich fick mich jetzt eigentlich quasi Bottas, selbst mit meinem Charakter. Butler ist dann heute am Arsch. Magnussen, De Vries. Was? Ich mag die irgendwie. Gespannt, wer heute triumphieren wird. Ich war gleich Schmutz. Und da sind wir 2023. Gleich so pur, Alter. Ich hoffe, ihr habt die Vorfreude genauso genossen wie wir. Die Fahrer sind bereit, die Teams sind bereit. Bist auch du bereit, Stefan? Natürlich bin ich bereit. Eine neue Saison, neue Herausforderungen für alle Fahrer und Teams. Ich liebe diesen Teil des Jahres, Sascha. Jetzt geht es richtig los. Man kann zeigen, wie hart man in den Wintermonaten gearbeitet hat. Zahlt okay, die habe ich aus? Noch nicht gehabt, will ich mal. Was erwartet uns in der Saison 2023? Wir werden es herausfinden. Na, eine Österreich auf alle Fälle nicht. Lass uns gleich voll loslegen, ja? Rennstrategie, oh. Okay, interessant. Okay, kann man auch noch bearbeiten, ein neues? Ah, wenn es dann quasi im Boxenstopp und alles. Okay. Cool. Das ist cool. Echt nicht schlecht. Gelb-rote beste Mische. Alles klar. Ja, ich kenne auch diese 4-4-Mischung. Die Vier-Finger-Mische. Die ist die beste, habe ich gehört. Endlich einmal auch vom Start einmal starten. Na, endlich. Damit du mal Bescheid weißt.
Machen wir das jetzt so wie bei Mario Kart oder was? Dass ich da einfach so ein bisschen so, immer so ein bisschen leicht Gas gibt, damit ich besseren Turbo hab. Alter, ich weiß nicht, da hat mir einer gestoßen da bei der Seite. Ja, genau, ich krieg wieder Verwarnung, fick deine Mutter. Besser lieber der Tag wieder vom Start starten, ist glaube ich besser. Was kann ich dafür, dass alle abbremsen, Alter? Ich bin nicht schuld. Ich bin nicht schuld. Sollen die aufhören zu bringen? Fick deine Mutter. Super. Ja, du wiederholen. Das ist ja Katastrophe jetzt gewesen. Da bist du deppert. Es war ja wirklich ein Katastrophenstart. Was kann ich dafür, wenn die Leute alle bremsen? Ich geb da gleich noch Gas, Alter. Geht scheißen. Sollen die alle auf Zeiten fahren, wenn ich fahr da? Das ist ja ein Verbrechen. Wie bei Mario Kart und Gamer und Turbo. Bissl Nitro. Richtig und richtig. Ja, ja, so gefällt mir das. Ah, da muss ich wieder auf. Ja, Alter. Der zwingt sich da genau ein, der scheiß Bisser da. Ist. Ich bin. Alter, was heißt da gleich? Verwarnung! Der hat mich gerammt! Ich bin ein Profi, Alter. Ich bin ein King, Alter. Ich bin Junior-Weltmeister, hab ich gehört. Junior-Weltmeister. Mir darfst du nicht zuschauen als Profi. Mir darfst du nicht zuschauen. Bitte das Speim, Alter, ich sag's dir. Haha, ich hab dich. Da kommt dir das Speim, aufpassen. Was heißt hier Verwarnung? Der hat mich gerammt. Ich kann nichts dafür. Jeder hat's gesehen, der hat mich gerammt. Ich krieg schon wieder eine Verwarnung. Da hab ich auf Zeiten, Hamilton. Das Einzige, was du gut kannst, Alter, ist, kurz Monster auszubringen, aber sonst geht Arsch. Da, ja, ja, ich bin jetzt nicht schuld. Er soll ja Verwarnung diesmal kriegen. Der Scheißpisser. So sieht's aus. Warte, da, gleich bei der Seite da, ja, nimm ein bisschen ein Sand auch noch mit, na sicher. Wichtig. Gib Gas, Alter, gib Gas. So sieht's aus. Sieht gut aus. So. Den Volltrottel muss ich auch noch überholen. Wichtig und richtig. Kriegen wir schon hin. Kriegen wir schon hin. Bei der sechsten Runde soll ich dann reinfahren, okay, gell? Du klebst ihm am Auspuff. Sieh zu, dass du vorbeikommst. Ja, was ist da fuhren los, Alter? Alter, ihr bremsen hier, oder was? Ja, hoppala. Es war nicht ich. Ah, los geht da rein, da. Ja, ich muss aufpassen. Der ist ein Hund. Er ist wirklich ein Hund. Mit Klappbremsen, der Pisser. Da, oh, boah. Hat keiner gesehen. Wollte eh vorbei. Ja, ja, Chef, ich wollte eh vorbei. Von Verwarnung gibt's später. Das war zu riskant. Deine Mutter ist zu riskant. Da, los mit da durch. Da, erst passiert, dann nehme ich auch gleich mit. Wenn der nicht deppert ist. Wenn er nicht deppert ist. Na, warte mal. Ein bisschen Windschatten wäre super. Den können wir ihn locker überholen. Locker flockig. Ja, was bremst denn der Typ da? Bremsen kann der woanders. Egal. Bremsen kann der woanders, der Lustige. Jetzt, wo wenigstens kein Haverer mehr da am Start ist, kann ich mich wenigstens nur noch auf die Strecke konzentrieren. Aha. Pickle irgendwo draußen, Alter, super. Das passiert, wenn ich mich mal konzentriere auf irgendeine Strecke. Schlimm, schlimm. Jeder Formel 1 Spieler, der speibt sich auch, wenn er mir zuschaut. Ha, wie deri. Aber so schlecht fahre ich jetzt auch wieder nicht, oder? So schlecht, es gibt Schlimmere. Es gibt safe Schlimmere als mich. Oder? 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 Sag bitte, es gibt Schlimmeres wie mich. Wahrscheinlich eh nicht. Ja, so Kiddies. Die vielleicht. Sonst. Nein, ich bin wahrscheinlich Kiddie-Niveau. Egal, Hauptsache Erster. Das ist wichtig. Alles andere scheiß drauf. Aber sobald einmal der ein oder andere Haverer weg ist, fährt sie schön. Fährt sie so ganz, ganz schön.
ganz gemütlich. Wie hätte ich noch nie in meinem Leben was anderes gemacht. Da sehe ich nur hier und die Strecken. Dann bin ich eins mit der Strecke. Ja, das war schon wieder ein bisschen zu viel Need for Speed. Das war jetzt gerade ein bisschen zu viel Need for Speed. Das war nicht gut. Ja, wichtig, 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 wichtig. Ja, gehen wir, gehen wir. Strecken zu bleiben ist echt schwer. Sehr gut, da habe ich jetzt wieder viel Zeit rausgeholt. Kann ich noch während der Strecke den Schwierigkeitsgrad ändern? Das wär's. Und dann überholen sie mich alle. Wir nähern uns dem Boxenstoppfenster. Du wirst mit weichen Reifen weiterfahren. Mit weichen Reifen passt sehr gut. Machen wir das. Wie gesagt, bei Runde 6, 7 nicht immer wechseln. Am besten bei Runde 7, wenn es geht. Chefe. Was sagst du mir Bescheid? Sagst du mir sicher noch Bescheid. Aber ich will natürlich wieder meine Bestzeit wieder schaffen. Das wäre mir ehrlich gesagt wichtig. Das würde ich jetzt wieder feiern, wenn ich meine Bestzeit wieder schlagen kann. Aber ich mache schon wieder ein paar zu viele Fehler. Wichtig, 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 wichtig. Und jetzt gib Gas, Digga! Gib Gas, Junge, gib Gas! Wir wollen hier da noch unsere Bestzeit schlagen. Wir wollen unbedingt unsere Bestzeit schlagen, Digga. Noch knapp. Bin auf der Strecke. Oh, jetzt geht's ja aus. Einmal besser wären wir noch. Oder? Ah, oh, um so ein Schlecken. Ja, schnellste Runde. Passt sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ums Ohrschlecken ist es die beste Runde gewesen. Ums Ohrschlecken. Ums Ohrschlecken. Wahnsinn. Bist deppert allein schon, wenn du die KMH-Anzeige siehst, Alter. Bist deppert. Org. Org, mit was du für so unterwegs bist. Jedes Mal die gleiche. Jedes Mal die gleiche Kurve. Schlimm. Schlimm, schlimm, schlimm. Oh, da habe ich mich jetzt zu sehr auf was anderes konzentriert. Scheiße. Oh, das hat mir jetzt viel gekostet. Das hat mir jetzt echt viel gekostet. Schaut aber eh noch gut aus, aber ist. Mhm. Brauchen wir glaube ich nicht stoppen. Schaut echt doch gut aus alles. Na, vielleicht schaut es dann wieder ganz anders aus bei der 7. oder 8. Runde. Und das geht's. Na, das ist wieder mal nix. Da habe ich zu viele Fehler dazwischen gemacht. Okay, das Boxenstoppfenster hat sich geöffnet. Das Boxenstoppfenster ist jetzt für dich offen. Ja, aber ich würde erst in der nächsten Runde gehen. Genau bei der Hälfte. Genau bei der Hälfte wäre perfekt. Genau bei der Hälfte wäre perfekt.
Jedes Mal, wenn irgendein anderer da ist, voll wie der Wahnsinnige. Und wenn keiner mehr da ist, ist er voll brav. Voll echt brav. Was ist da noch los? Gott sei Dank ist es nur kein Multiplayer, weil sonst hätten sie mich schon längst rausgekickt. Schon längst. Aber gar nicht mehr so schlecht. Gar nicht mehr so schlecht, Digi. Gar nicht mehr so schlecht. Das ist das Leibende. Ich glaube, das wird jetzt die beste Runde. Ich glaube, das wird jetzt die beste Runde sein. Ja, ja, das Gefühl hatte ich gehabt. Das war eine richtig gute Runde. Ah, es war richtig gut. Ich weiß nicht, ob ihr das auch hört. Jedes Mal, wenn ich da draußen bei der Strecke bin. Ah, hab mich rausgekickt. Also hat mir jetzt ein paar Sekunden kostet, aber wir gehen eh in den Boxenstopp. Ist eh wurscht. Das ist eh wurscht. Die Runde ist nicht so tragisch. Die Runde ist echt nicht tragisch. Der ist aber viel Plus dazwischen. Haverer. Also da gibt's gar Konkurrenz. Am Anfang vielleicht, aber sonst dann immer. Ich würde gerne so Tutorials fahren, wo ich vielleicht sogar ein bisschen besser lernen kann zu fahren. Würde mich echt interessieren. So Trainingsdinger, Herausforderungen, wie einfach so ein Gran Turismo oder irgendwas. Würde mich echt mehr interessieren. Ja, einmal bitte Boxenstopp. Einmal muss unbedingt gewechselt werden. Das wird uns jetzt Zeit kosten, ist aber nicht so tragisch. Einmal bitte voll tanken. Das dauert mir schon zu lang. Geschätzte Lebensdauer 14. 14. Runde, ja genau, bis zum Ende. Gas. Die Reifen sollen schließlich ein bisschen warm werden. Genau, bis zum Ende. Oh. Aber geht eh. Geht eh. Gar nicht einmal so schlecht. Gar nicht einmal so schlecht. Ah, ja, ja, fast jeder fährt jetzt in die Box. Fast jeder fährt jetzt in die Box. Digi. Aber ist eh gut, dass wir das jetzt schon gemacht haben. Aiden kommt an die Box. Aiden an der Box. Würde mich interessieren, wo der Aiden ist, weil ich hab nicht umsonst die ganze Zeit überall erster Platz gemacht mit ihm. Mit dem Arschloch. Er sollte ein bisschen Gas geben, der Hund. Sollte echt ein bisschen Gas geben. Ich sehe den nicht einmal. Nein, einmal bei den Top 5. Dacht man nicht. Ah, für die schaffen wir schon den ersten Platz. Die schnellste Runde sollen wir auch noch fahren. Boah. Ich hoffe, dass wir die schnellste Runde haben. Oh ja, wir sind gerade aktuell Platz 1. Wir sind gerade aktuell Platz 1 mit unserer Runde. Gefühlt leider durch den Boxenstopp bohren wir am längsten. Ich bin gespannt. Bin gespannt. Weil sind wir noch Erster.
Mich würde es interessieren, wie weit wir erste sind. Das würde mich interessieren, wie viele Sekunden. Damit ich weiß, dass ich mich umso besser und umso schneller steigen sollte. Abstand zum hinteren Auto. Auto hinter dir, 28,9 Sekunden. Auto 40 Sekunden, das ist aber schon sehr viel, bist du deppert. Na, warte, wir sind noch Erster in unserer Zeit, das ist wichtig. Ich glaube, so tragisch ist das gar nicht. Dazwischen. Ich glaube, so tragisch ist das gar nicht dazwischen. Mit der Zeit. Würde mich aber interessieren, kann man sich das? Oh. Boah. Wollte eigentlich gerade was anderes anschauen. Aber oh, wurscht. Was die Bestzeit ist von dem und von dem und von dem. Benzingemisch, okay. Okay. Wenn man da kapfällt, kann man sehen. Oh, oh. War es zwar nicht, aber ich glaube, das war eine gute Kurve. Ich glaube, das war jetzt eine gute Kurve, was ich da jetzt gemacht habe. Ja, und da diesmal einmal nicht am Rutschen, genau, perfekt. Sehr gut. Einmal nicht am Rutschen, das gibt's ja nicht. Ah, Wahnsinn. Ah, Wahnsinn, wir nicht am Rutschen. So, Pisser. Ach, wir haben noch 14. Bist du deppert? Bin ich nicht gewohnt, gleich 14 Runden zu fahren. Bin ich echt nicht gewohnt. Weißt du, das ist so dieses maximal normalerweise 3-4 Ding. Maximal höchsteste Gefühle 5, aber nicht 14, oder? Jetzt läufst du ja wieder. Fünf Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Fünf Runden? Ah, das geht sie locker aus. Locker, Digi. Noch schneller, juhu. Hätte ich mir zu ehrlich gesagt nicht gedacht gehabt, aber das war die eine Kurve. Das war die eine Kurve. Mhm. Was mir die ein paar Sekunden geschmeckt hat. Da habe ich so viel rausgeholt aus der einen Kurve. Da habe ich gleich den letzten. Muss ich gleich überholen. Damit ich wenigstens wieder was zum Tun habe. Ich werde extra wieder auf Zeiten der Unnötige. Das ist ja das. Das ist ja Fahrt. Das ist ja Fahrt, wenn der sogar auf Zeiten fährt. Das ist ja kein Rennen für mich. Schau, wie der schon auf Zeiten fährt. Das ist zart. Das ist zart. Denke mal, das lutscht mir näher. Ja, ja. Aber ich habe dazwischen schon zu viele Fehler gemacht, dass ich es vielleicht schaffen könnte. Schaut aber jetzt gerade nicht so schlecht aus. Nein, wird nix. Oh, doch! Oh, doch!
Ui, ui, ui. Schlusslicht überholen. Ja, bin dabei. Bin dabei. Du schon alle überholen. Dass ich wieder so Action hab. So ein bisschen. Vielleicht können wir ja nochmal den zweiten überholen. Oh, das wär's. Ansage, Bulli, Ansage. Oder was? Die machen das ja mit Absicht. Weiß ich nicht, oder die Gefühle machen die mit Absicht, dass sie bremsen oder gehen auf Zeit. Ich finde es schade. Aber wir überholen da noch so einige, ich sag's da. Benzin für etwa 4 Runden. Ecke bitte, Alter. Schau, ich hab sogar noch Benzin gespart, so schnell war ich unterwegs. So sieht's aus. Bin sogar ein Sparer. So schlecht kann ich gar nicht sein. So schlecht kann ich gar nicht sein. Digga! Digga! Oh, das war eine miese Runde. Mal wieder Verwarnung. Mal wieder. Sagst du, ich glaube, wir überholen da nur den 10er Platz. Ging jetzt irgendwie nicht besser zum Überholen. Ging jetzt irgendwie nicht besser. Das passt schon. Das passt schon. Das passt schon. Schaut alles gut aus. Für die letzte Runde vergiss, Alter. Glaubst du, ich geh jetzt noch Boxenstopp? Das deppert für eine Runde, da geh jetzt nicht mehr Boxenstopp. Scheißige. Kann echt jetzt schon scheißige Boxenstopp. Den überholen wir auch noch. Richtig und richtig. Ja, der ist schon ein bisschen schneller unterwegs, der 14er. Na, immerhin. Der hat schon ein bisschen was dazu gelernt. Ich will da noch meinen 10er überholen. Das ist deine letzte Runde. Die letzte Runde des Rennens. Ich will unbedingt den 10er überholen. Sorry. Yes. Ja, mal wieder Verwarnung, das war irgendwie klar. Das war eh wieder klar. Typisch. Typisch, typisch, typisch. Ich wundere jetzt, dass es dafür keine Verwarnung gibt. Dafür hätte ich mir eher gedacht, ob das da Verwarnung. Ja, danke. Also so wie ich vor wahrscheinlich oder im Multiplayer dann, oder kann mich sogar der erste überholen. Wahrscheinlich. Etwa 2 Runden kommen wir mit dem Benzin. Wenn ich der letzte bin. So sieht's aus. So sieht's aus. Das wäre so lustig, wenn wir plötzlich den zweiten überholen. Digga. Und eine ganze. Oh, man sollte aufpassen. Eine ganze Runde. Digi. Aber wir haben es eh bald geschafft. Boah. Da merkst du dann quasi, du bist richtig erschöpft nach 1400, Alter. Havetere. Danach passt du mal eine Pause oder irgendwas, ich sag's euch. Nach 1400, Alter, leckt mir am Arsch. Leckt mir am Arsch. Ah, sogar mit Raketen oder alles drum und dran. Na schau, na schau. Oder endlich für den Daddy den ersten Platz.
Und dann mit dem wieder an den Schicker. Im Mittelfeld gab es einige Überraschungen. Wo fangen wir an, Stefan? Connor Sports hat mich am meisten überrascht. Tolles Rennen für Butler heute, das haben sie aber auch gebraucht. Ja, jetzt müssen sie nur noch diese Leistungen halten und das ist leichter gesagt als getan. Kasper Ackermann hofft natürlich, dass diese Saison besser wird als die letzte. Das war was für ein wieder. Aufregender Abschluss eines unglaublichen Grand Prix-Wochenendes. Die drei Bestplatzierten freuen sich bestimmt wahnsinnig über ihre heutige Leistung da draußen. Mein Haverer wird nicht mehr unser Zweiter in den Top 10 wahrscheinlich. Ganz, ganz schlimm. Für was schaue ich, dass der Erster ist, wenn der dann so richtig verkackt und ich dann einen anderen Charakter nehmen muss? Scheiße! Na schau, der klingt ganz anders. Die Animation und alles. Org, org. Ey, immer die gleiche, oder was mit der? Sie sind mit ihrer Leistung heute sicher zufrieden. Ja. Also manchmal frage ich mich, ob überhaupt jemand richtig hinguckt. Ich bin immer schnell gewesen. Jeder hat die Probleme gesehen, die wir letzte Saison mit dem Auto hatten. In dieser Saison fahre ich ein Auto, das funktioniert. Und Überraschung, es läuft richtig gut. Bist wieder leise. Sie hatten in der Vergangenheit einige Zusammenstöße mit Ihrem Teamkollegen Aiden Jackson. Ist das vorbei? Was halten Sie von Aiden? Aiden ist der beste Formel-1-Fahrer aller Zeiten. Wissen Sie, woher ich das weiß? Er hat es mir gesagt. Sie glauben, ich bin überheblich? Aiden ist richtig egoistisch. Aber man merkt es erst, wenn er es zeigt. Er ist sehr anstrengend, glauben Sie mir. Connor Sport hat mit der Ernennung von Kasper Ackermann zum Teamchef für diese Saison alle überrascht. Wie finden Sie es, Anweisungen von jemandem anzunehmen, mit dem Sie eine solche Vergangenheit haben? Ich denke, er wird einen großartigen Job als Teamchef machen. Vor allem, weil er mich in seinem Team hat. Also kann er nicht viel falsch machen. Er ist bestimmt unglaublich dankbar dafür. Wie würde eine erfolgreiche Saison 2023 für Sie aussehen? Oh ja, fix. Meine persönliche Mission ist es, Connor Sport zum Erfolg zu führen. Am Ende der Saison werden alle sagen, was für ein tolles Team wir sind und wie gut die Saison verlaufen ist. Und wenn das passiert, habe ich mein Ziel erreicht. Vielen Dank. Danke. Wir sind hier einfach schlecht. Nach den Rennen. Safe Drama. Oh ja, oh ja. Großartiges Rennen heute. Das sah klasse aus. Hör mal. Ich weiß, wir hatten Probleme und letzte Saison war letzte Saison. Ein neuer Start für das Team. Was meinst du? Jackson. Ja, danke, Mann. Der Mülleimer ist dort. Ja, super. Was ist mit der vergangenen Saison? Die Saison 2023 war komplett anders für Connor Sport. Wie meinen Sie das? Das Auto. Zum einen. Wir hatten die gröbsten Probleme beseitigt und konnten so langsam sein volles Potenzial ausschöpfen. Können wir darüber sprechen, was mit Devon passiert ist? Oh. Oh. Aber das werden wir beim nächsten Mal erfahren. Leute, dementsprechend würde ich mal wieder sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.